Mautzens, hier ist wieder Pauli, eure komische Let's Play-Katze. Und wir zocken mal Passing Pine Blue Forest. Das Ganze soll hinter dem Anwesen von Pine Blue Forest sich abspielen. In dem Wald dahinter. Pine Blue Forest würde ich auch sehr gerne das Originalspiel im Moment zocken, aber 19,99 € sind mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu viel Geld dafür. Klingt doof, ja, ich weiß, das ist eine Menge Arbeit, das ist ein super Horrorspiel, ich habe es beim Bruger mal gesehen, ich habe da auch voll Bock drauf, aber im Moment, ja, ich bin halt ein Tiger, ich habe wenig Kohle, ich kann mir nur Geld verdienen bei irgendwelchen Pseudo-Siegfried- und Roy-Shows, muss mich dabei von den Magiern antatschen lassen, es ist nicht schön für mich, ja, und es ist schwierig für mich, als Tiger in dieser harten Welt Geld zu verdienen, ja. Optionen. Ja, wir cranken das Ganze mal hoch. Voll Rechner kann es ja. Helligkeit auf jeden Fall sehr, sehr hoch, weil ich ganz genau weiß, dass... Anti-Aliasing. Ja, meinetwegen. Und ich ganz genau weiß, dass mein Aufnahmeprogramm und mein Renderprogramm das Ganze sehr, sehr dunkel machen werden. Wir fangen einfach mal an. So. Ich hoffe, meine alte Platte packt das. Noch ist meine neue nicht da. Sieht ja schon mal nett aus hier, ne? Oh, hi! Kann ich irgendwie sprinten? Ja, ich kann sprinten. Das ist schon mal essentiell in einem Horrorspiel. Rennen, abhauen. Mach den Sound mal ein bisschen lauter. Eule! Ab nach Harry Pottersons! Okay. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich nämlich nicht. Lalalala. Durch den Wald. Wieso immer der Wald? Wälder sind, seitdem ich Blair Witch Project gesehen habe, damals in... Das war, wow, eingeschlagen wie eine Bombe, der Film. So was dann atmosphärisch, mit so wenig Mitteln. Hallo, Pine View Forest. Hallo, hallo, hallo. Draußen fahren irgendwelche Vollidioten mit viel zu lauter Deep House-Mucke durch die Gegend. Scheiß Trendmucke. Deep House. Whack. Ich versuche mich gerade ein wenig abzulenken, weil dieser Wald fies aussieht. Ich glaube, das ist so ein Schlauch-Horrorspiel. Und hinter mir. Nein. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich lang muss. Bin ich jetzt... Oh Gott. Orientierungslos. Orientierung. Wir werden ja sehen, ob ich gleich am Ende wieder ankomme. Am Anfang, besser gesagt. Laufe ich jetzt zurück oder vorwärts? Tigers verwirrt. Mit Ö. Verwirrt. Der Charakter atmet stark. Wir hätten unser Arane Asthma Spray mitnehmen sollen. Okay, ich laufe geradeaus, wie es anscheinend. Links, rechts, links, rechts. Das Pine View Drive Geräusch. Oh, ist das fies. Okay, ich gehe links. Ich weiß, dass es falsch ist. Scheibenhonig. Oh, ein Anwesen. Hallo, Anwesen. Das ist ja schon fies, ne? Also mit Downfuck with the Pine View. Wirklich, das ist wirklich eine fiese Spielereihe und ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr von. Die Tür ist auf. Ja, was du nicht sagst, Tiger. Das haben wir auch alle gesehen, denkt ihr euch bestimmt jetzt. Truhe. Ah, ich habe eine Flashlight. Cool. Oh, die Mucke, ne? Also Pineview Drive, damit möchte ich nicht ficken, ehrlich gesagt. Alien Blut oder Kotze? Nobody knows. Ist die Funze für immer? Habe ich unendlich Funze? Kann man das aufmachen? Bin jetzt schon ein wenig angespannt. Ich gehe mal nach oben. Wenn Oma noch da ist, dann werde ich sie ja finden. Boah, Treppenlaufanimation. Gemein. Ja, Eule Huschka, ist ja gut. Oh, angenehm. Was für ein hohes Klo. Entweder sind wir sehr klein oder... Das ist fast zum Haus trinken. Oh, fuck, ey. Ist auf jeden Fall ein bisschen ernster zu nehmen als All is Dust. Oh, fuck, ey. Fuck, ey. Ich will hier nicht sein. Ich mach Morsecode. SOS. SOS. Da ist ja noch ein Haus. Ja, angenehm. Oh, Maut. Fellhaare stellen sich. Hier wuschelt irgendwas rum.
Kann ich im Brunnen was machen? Nein? Das ist so ein Brunnen. So ein Bretterverschlag, so ein Pseudobrunnen. Okay, hier wuschelt trotzdem irgendwas durch die Wälder. Geh mal hier rein. Hier hat Tante Agathe gewohnt. Mit riesigen Tischen. Lala, draußen wuschelt irgendwas durch den Busch. Was ist das denn hier? Ist ja cool, so ein Miniraum. Und die Tür auch extra so geschnitten. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Leute. Angespannt bin ich ja schon, ne? Da ist der Boogeyman im Schrank. Ja, hier ist halt. Wieso kotzen die alle auf ihre Nachttische? Was ist denn los hier? Haben die reverse Diarrhoe nachts? Hier ist das so eine Krankheit. Steht aber keiner oder so, ne? Nee. Okay. Ich tiger mal weiter. Die Nackenhaare, das Fell im Nacken, die stellen sich so ein wenig hoch, muss ich schon sagen. Die Atmosphäre ist fies. Pine View Drive Shit halt, ja. Oh, fudge. Fudge, 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 fudge. Allein im Wald, ey. Nachts. So für mich persönlich. Muss ich nicht haben, also im Real Life. Muss ich echt nicht haben, weil ich selber habe zu viel Fantasie und bilde mir dann zu viel Scheiß ein. Ist schon gemein, das Setting, so. Im Wald. Also Forest wiederum, ne, das ist ja auch wieder so ein Spiel für sich. Nicht so meins. Die Höhlen sind geil, so, aber dann dieses ewige Herumcraften und sich mit zigtausend Kannibalen, ne, das, also ich werd's nicht zocken, das gefällt mir nicht so. Zwar auch mit Wald alleine und so, aber meh. Unmauzig. Nix für mich. Dann renne ich lieber durch den Wald mit unendlich Taschenlampe. Und besuch Slendermansons zu Hause. Was hat da gequietscht? Hat da gerade was gequietscht? Hat da gerade eine Ente gequietscht, oder? Also Spielbeschreibung war, man soll nicht stehen bleiben. Hier ist eine Kapelle. Aber man kann nicht rein, weil wir keine Katholiken sind. Sondern Agnostiker und Kreuzritter. Hinter ist auch nichts. Ich suche schon wieder Achievements, die es nicht gibt. Langsam werde ich nervös. Ah, fuck! Scheiße. Oh, das war gut. Wow. Oh, du Scheiße. Das ging zu schnell. Ah, fuck. Wow. Der erste dicke, fette Schocker in einem Horrorgame. Das habe ich gesucht. Deshalb habe ich mir einen Rechner zugelegt. Geil. Deshalb habe ich mir einen Rechner zugelegt. Um solche Spiele spielen zu können. Oh, ist das geil. Schön. Ah, ist gut für den Kreislauf, fürs Herz. Das bringt die Pumpe zum Leben. Fuck, war das geil. Ich renne jetzt so durch. Pfeif auf das Dorf. Ich mach mal Licht aus. Slenderman-Strategie. Komm, da zwei fucking Pfoten links und rechts. Geil. Ich bin geflasht. Ein wenig. Krasser Scheiß. Wow. Huh. Fellhaare stehen oben. Ihr müsst euch vorstellen, wie so eine Hauskatze, die sich die abschrecken will, nur als Tiger-Version. Oh. Mieser Shit. Hoffentlich kann ich nicht sprinten, ja. SOS. Ich will hier nicht. Und wieso muss ich hier eigentlich durch? Gibt's da eine Bewandtnis? Keine Story oder so? Nö, man ist einfach da und... Das war fies gerade. Das war echt fies. Die fiese Möps. Man darf also nicht stehen bleiben, wie es scheint. Ich renne hier jetzt einfach durch. Alter, Fudge. Blum. Ja, Pinewood Drive, das ist schon so eine Serie für sich. Ich hoffe, da kommt noch mehr guter Kram. Weil die haben wirklich Ahnung, wie man Schocker setzen muss. Ganz ehrlich. Wie man hier gerade gesehen hat. Ich werde schon wieder fucking nervös. Damn.
kommt die blöde Kapelle. Ich pfeife ein kleines Lied, damit mich keiner sieht. Schon wieder eine Abzweigung. Hatte ich die gerade auch? Ja, bestimmt, ne? Ich hoffe, ich erreiche jetzt keine dumme, falsche... Oh, hier wird's wieder ernst. Blöde Kapelle. Leck mich. Aber es wuschelt nicht mehr so stark in den Büschen. Man darf echt nicht stehen bleiben, wa? So hieß es jedenfalls im Menü. Ist da was? Nein. Ah, Nervosität. Oh, eine schöne Statue. Hallo, Statue. Ich hoffe, ihr seht genug. Aber ich traue mich jetzt echt nicht, die Taschenlampe anzumachen, weil dann sieht uns das Vieh wahrscheinlich noch viel eher. Oh, immer diese Links-Rechts-Scheiße. Hallo, das war die Vogelscheuche. Die kenne ich doch aus dem normalen Pineview Drive. Wow, das wird immer schöner. Oh, schon wieder. Wie mache ich denn das? Wie soll ich das denn schaffen? Folge dem Weg durch... Aber verhalte dich ruhig, ansonsten wird es dich kriegen. Wie ruhig verhalten? Ich kann doch nur... Na gut. Soll ich manchmal stehen bleiben, oder was? Gewiss nicht. Was soll ich gehen, nicht rennen? Vielleicht. Und ich laufe ab jetzt immer nur noch links. So. Und das nicht, weil ich Rammstein-Fan bin. Jetzt schlägt es links. Oh, sorry, GEMA. Sobald es anfängt zu wuscheln, laufe ich langsam. Mhm, hoffe ich, denke ich. Weiß ich nicht. Miau. Oh, Pineview Drive. Oh, Pineview Drive. Wieso läuft er denn jetzt auch so mutterseelend allein durch diesen Wald? Was hat der für eine Quest gegessen? Gibt es irgendwie am Ende so einen leckeren Macaroni und Cheese Auflauf? Ich meine, dann würde ich es verstehen. Oder leckeres Curry? Hm? Mein Lieblingsgericht übrigens. Tiger liebt Curry. Aber ohne Ananas. Ich hasse Ananas. Böse. Es gehört einfach nicht rein, genau wie auf Pizza. Wer erfindet sowas? Ananas auf Pizza, the fuck? So glitschigen Stücken dann auf der Pizza, so bah, ne, muss ich nicht haben, ey. Links. La la la, links. Und die Musik setzt ein, la la la, links. Es wuschelt wieder. Es squeakt. Ich darf also nicht immer rennen, wie es scheint. Ich soll mich ruhig verhalten. Ja, ruhig verhalten und ich sabbel Daumen und mit einer Schnauze vom Mikrofon herum. Hey, sehr ruhig. Bin ich jetzt rechts gegangen? Scheibenhonig. Hör auf zu wuscheln! Bleib doch einfach zu Hause und chill mal deine Nuggets. Verdammt. Mich immer rennen. Wenn es mich allerdings gleich trotzdem kriegt, ne? Dann weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Scheiße. Ist nichts zu hören? Verhalte dich ruhig, okay. Das quietscht schon wieder. Ich mache jetzt keine hinter mir, okay? Nein, doch nicht, Jokes. Bin gerade ein wenig zu angespannt. Rar. Anscheinend darf ich nicht rennen, oder was? Ist das die Strategie? Ich höre ihn wieder. Ist wie eure scheiß fucking Kapelle. Hier wird's ernst.
wurschtelt da irgendwo wieder rum. Gleich habe ich wieder irgendwelche Pfoten in der Fresse. Muss ich hier einfach nur langsam laufen? Ich kann es mir glatt echt nicht vorstellen. Die Atmosphäre wird dichter, Musik sehr, sehr schön. Hier ist eine Statue, ja, die haben wir gesehen. Sieht aus wie ein Mighty Max. Oder so ein Ent. Mighty Max kennt ihr vielleicht auch noch, so ein aufklappbares Spielzeug. Dieses Quietschen! Ein Checkpoint gibt's hier ja gar nicht. Wer spielt denn hier mit einer fucking Gummiente rum? Da steht gleich die Vogelscheuche, ne? Ja. Hab dich nicht gesehen. Oh, jetzt wuschelt das wieder. Geh weg! Ich hab keinen Kuchen! Keine Kekse! Oh, ich wusste es! Ich wusste es! Wie soll man das denn machen? Verhalte dich ruhig! Ja, toll! Ups, sorry. Das ist die Unprofessionalität. Na super, wie soll man das denn machen? Muss ich ab der Vogelscheuche rennen? Kann das sein? Dass ich da dann anfangen muss zu pirschen, so? Zu rumschnubbeln? Maybe, baby. Tipp, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, linke Foto, rechte Foto, linke Foto, rechte Foto. Irgendwie muss man das doch schaffen können. Muss doch irgendwie gehen. Wortwörtlich gehen, haha. Kurz am Walken. So. Nicht mal Sterne haben sie uns gegönnt. Rabenschwarze Nacht. Hinten so ein paar Pseudo-Wolken. Also sobald ich im Dorf bin, gehe ich nur noch, ab jetzt. Und wenn ich dann bei der Vogelscheuche bin, dann bei Boondocks, dann immer schön links lang, Tiger, immer schön links lang. Ja, hier fängt's an. Jetzt wird es nämlich ruhiger, sobald ich gehe. In Häusern gucke ich nicht nach, da ist nichts. Gegenstände kann man hier anscheinend eh nicht aufnehmen. Deshalb schnabuliere ich mal in Ruhe zur Kapelle. Hat ja vorhin auch gut geklappt, war ja recht ruhig dann. Ich glaube, man muss sich den Geräuschen anpassen. Im Hintergrund spielt irgendeiner Pseudo-Psycho-Horror-Piano oder was auch immer das für ein Instrument ist. Bestimmt so ein Kerl, das ist mitten im Wald an so einem... Ach, egal, Kopfkino. So. Müsste gleich die Kapelle kommen. Was ist denn, wenn ich stehen bleibe und mich ruhig verhalte? So, sozusagen, ja, halt stehen bleibe und ich sehe schon das Tor da ganz hinten. In der Ferne. Mit Ä am Ende, Ferne. Nee, ist nur ein Baum. Oh, es fuschelt wieder. Geh weg. Was ist denn, wenn ich stehen bleibe? Ist das dann ruhig verhalten? Kommt das Viech random? Ich weiß es nicht.
Ach, wir haben einen Mond. Guck mal an. Schick, schick. Oder hat das was mit den... Oh, dieses... Oder hat es was mit den Abzweigungen zu tun? Links, rechts, wie ich dann gehe? Ob ich dann rennen oder stehen bleiben muss? Oder ist das alles nur Panikmache und ich mache mich verrückt? Ich krieg Gänsehaut. Weil ich gleich wieder dran bin, 100 Pro. Ist ein gemeines Spiel. Also ab der Scarecrow wird gerannt. Hat ja gerade auch nicht geklappt, da ruhig zu bleiben. Und hat das was mit dem Fiepen zu tun? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es echt nicht. Hier kommt wieder die Knubbelstatue. Bin angespannt wie Hulle. Miaumi. So, hier ist die Zweigung mit der Vogelscheuche. Ab hier. Jetzt renne ich los. Fick dich! Fick dich! Ich will dich nicht sehen! Ich will keine Knubbelhände im Gesicht! Ich will doch nur noch den blöden Wald. Boah, so kurz vor dem blöden Stein. Also muss ich da wirklich stehen bleiben, oder was? Hä? Ich check's nicht. Nochmal. Ich check's nicht. Also ruhig bleiben bis zur Kirche, zur Vogelscheuche, dann ein bisschen rennen. Ich bleib da mal stehen und guck, was passiert. So, mal schauen. Lass mich überraschen. Aber erst trinke ich mal einen funky Schluck. Ein Zement. So, und weiter geht's. Auch interessant, dass Horrorfilm-typisch keine Vögel zu hören sind. So, huhuhu, spooky, wookie, creepy, weepy. Naja. Pineview Drive, was ein Scheiß. Na, 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 na. Tiger hat Angst und ihr nicht. Ihr lacht ab und ich nicht. Wieso tue ich mir das eigentlich an? Mau, na egal. Wir werden wieder drauf gehen. Naja. Oh Mann. Ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen Spaß mit dem Scheiß hier. Ah, ich nehme mich irgendwie nicht. Creepy ass shit. Auf durch den Pinewood Wild. Der Pinewood Wild. Und da bist du alt. Und ab jetzt laufe ich nur noch normal. Was hat es mit diesem komischen Quietschähnchen auf sich? Ich muss ganz an Kermit denken. Quietschähnchen mein, Quietschähnchen fein. Scree. Scree. Ich bleib da einfach mal stehen, so, und guck, was passiert. Man soll sich ja ruhig verhalten, das heißt stehen bleiben wahrscheinlich. Was die Anspannung des Spielers natürlich total mindert. Scheiße.
Ja, es wuschelt wieder links, rechts. Ich spiele das nicht mit Kopfhörern, das tue ich mir nicht an. Weil wegen ist so. Tiger darf das nicht. Ich darf keine Kopfhörer tragen beim Zocken wegen meiner Religion. So. Ja, ist eine ganz neue Religion. Habt ihr noch nicht von gehört? Darf man halt keine Kopfhörer tragen beim Zocken. Es ist so. Religion heißt der Unverstand. Habe ich gerade gegründet. So. Punkt. Boah, es wuschelt wieder. Geh weg. Wuschel woanders. Wuschel bei Zeke auf dem Parkplatz oder so. Oder bei Dixie. Kennt jemand noch den Laden Dixie? Oder Netz? N-E-Z? Gibt's hier sogar noch in der Nähe. Ja. Niedersachsen ist oldschool. Oh nein. Es hat wieder gefiept. Aber wenn ich jetzt links lang bei der Scarecrow gegangen bin, dann war da nur dieser blöde Stein. Da ging es doch nicht weiter, oder? Geht gleich mal rechts lang, gucken, was da geht. Und ich wollte ja stehen bleiben, ich geh nirgends hin. Ha! Ich halte mir die Hände vors Gesicht. Du siehst mich nicht! Ich bin nicht da! Oder ich komme in einen Pappkarton wie bei Metal Gear Solid. Ah, eine blöde Kapelle, ne? Stellen die auch mitten im Wald so eine blöde Kapelle hin mit so einem billigen Prothesenbrunnen, ey. Geh weg! Ich mag dich nicht mehr hören! Ein blöden Pfoten in mein Gesicht. Ah, fuck! Ja, quietsch, quietsch. Ich beende erstmal den Part und lese mich mal schlau, was ich da machen muss. So, peace!